Was gibt dem Leben Sinn? Bedeutet immer mehr Haben wirklich mehr Lebensfreude? Kann jeder auch durch Zeitwohlstand reich werden? Warum ist soziales Engagement noch so wenig wert? Ist nur Mensch, wer Job und Geld hat? Kann man der Politik allein vertrauen oder sollten wir selbst mehr Verantwortung übernehmen? Wie können wir unseren Alltag gestalten, damit es gerechter zugeht? Und wer hindert uns daran, nachhaltiger zu leben und warum? Über 30.000 Menschen aus ganz Deutschland, darunter viel Prominenz aus Kultur, Politik und Gesellschaft, haben sich mit ihren Lebensideen, Wünschen und Träumen an der weltweit einzigartigen Puzzleaktion der KAB Deutschlands beteiligt. Entstanden ist dadurch das größte Sinnpuzzle der Welt. Präsentiert wurde es am 16. November 2014 in der Kraftzentrale des Landschaftsparks in Duisburg, im Rahmen des sinnvollsten Festes der Welt. Wir haben ganz unterschiedliche Legetruppen hier heute und Legeteams, die sich beteiligen. Einmal aus den Diözesanverbänden, da liegen gerade die Augsburger. Da hinten liegen die Kolleginnen und Kollegen aus Nürnberg. Wir haben Jugendliche der CAJ hier und auch eine Messdiener Fahrgruppe hier aus der Umgebung. Und ansonsten ist jeder eingeladen, hier auch Puzzle mit anzulegen. Ja, es macht super viel Spaß. Also es ist ein bisschen anstrengend für die Knie nach einer Zeit. Aber es ist schön, wenn man auch sieht, was die Leute so auf das Puzzle schreiben. Ich habe auch schon CAJler-Puzzles gefunden. Das ist echt cool. Was mir also als Bezirkspräses ganz wichtig ist, da ich ja auch den spirituellen Grund im Auge habe als Präses, habe ich also gerade hier so versucht, in Worte zu fassen. Das ist ein Zitat von Nikolaus Groß, das er immer sehr gerne gebraucht hat, zum Täter des Wortes bringen, nicht nur Hörer bleiben. Das ist also auch so mir ein ganz wichtiges Anliegen. Ja, das ist eine hervorragende pädagogische Möglichkeit, nochmal tiefergehend nach dem Sinn des Lebens zunächst anzustoßen und dann eben auch das Gespräch darüber zu führen. Das ist ganz vielfach so gewesen, entweder in den Pausengesprächen oder auch abends nach Kursende. Das ist eine so herausragend gute Aktion, die übrigens mit dem Legen des Puzzles heute nicht aufhört, sondern sicher als Gespräch weitergehen wird. Ja, weil ich meine, das ist natürlich auch ein Thema, was auch junge Leute interessiert. Viele Junge haben auch mitgemacht und die haben natürlich noch das ganze Leben vor sich und müssen das irgendwie gestalten und auch was tun, was ihnen selbst gut tut, ein Ziel haben. Und ich denke, da sollte jeder mal drüber nachdenken und am besten so früh wie möglich. Von daher ist die Jugend natürlich genau richtig. Dass ich mir wünsche, dass sich in der Gemeinde was verändert und dass die Menschen auf andere Menschen zugehen, fragen, was sie möchten, was man verändern kann. Und ja, und einfach probieren, dem auch ein bisschen nachzugehen, damit unsere Kirchen nicht immer weniger, kleiner, ärmer werden und ich habe sogar geschrieben, sterben. Durch unsere Puzzle-Aktion haben wir ganz viel erreicht, nämlich Tausende, Zigtausende von Menschen dazu angeregt, über eine wichtige Frage nachzudenken, nämlich, was ist der Sinn meines Lebens? Das ist eine hochpersönliche Frage, aber auch gleichzeitig eine hochpolitische Frage, weil sie nämlich Auswirkungen hat auf meinen Blick, auf das, was ich tue und was ich lasse. Wir sind die Organisation in der katholischen Kirche, die sich seit 150 Jahren auf die Fahne geschrieben hat, die Gesellschaft zu gestalten, sich pointiert auf die Seite der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu stellen und das nicht nur mit Worten, sondern durch Veränderung der Gesellschaft. Yeah.